Hallo und willkommen zu einem neuen News-Video eures Lieblings-Montys. Heute geht es mal wieder um die Geißel der Videospielindustrie. Nein, falsch. Die Geißel der Videospieler. Denn für die Industrie sind Lootboxen und Mikrotransaktionen ja alles andere als eine Geißel, sondern ja in etwa damit vergleichbar, wenn ich die Möglichkeit hätte, jeden Morgen mit einem Bus voller Playboy-Bunnies zur Arbeit zu fahren. Man will einfach nicht mehr darauf verzichten, da es so schön ist. Man kann es den Herstellern ja nicht mal übel nehmen, dass sie mittlerweile in fast jedem Spiel auf dieses nervige Scheißsystem zurückgreifen. Denn seid mal ehrlich, wenn ihr 100 Euro auf der Straße liegen seht, nehmt ihr sie doch auch mit oder nicht? Daher sehe ich das Problem, zumindest in bekannten Vollpreistiteln, eher bei den Käufern von Lootboxen und den entsprechenden Bezahlinhalten. Hier ist es ja wie mit der berühmten Bild-Zeitung und zum Beispiel McDonald's. Alle finden angeblich beides scheiße. Und trotzdem kauft sie jeder und geht zu McDo futtern. Ja, ich selbst gestehe übrigens mal, dass ich sehr gerne zu McDonald's gehe. So lecker. Aber die Bild-Zeitung meide ich wie Bibi qualitativ hochwertige Videos. Wer also bei Lootboxen und Mikrotransaktionen schimpft, der soll verdammt nochmal dieses Vorgehen auch nicht unterstützen. Und ich kann mit Fuge und Rechen behaupten, dass ich noch nie Geld für solchen Müll ausgegeben habe. Okay, das war jetzt geschwindelt. Einmal, aber wirklich nur einmal vor vielen Jahren, habe ich ein paar Euros in Diablo 3 in Gold investiert, um ein bestimmtes Item im Auktionshaus kaufen zu können. Aber ich war jung und ich brauchte die Rüstung unbedingt. Aber das Auktionshaus ist ja ein Glück auch mittlerweile dicht gemacht worden. Also bevor ich nun endlich mal zum berühmt-berüchtigten Punkt in diesem Video komme, hier nochmal ein Aufruf an alle. Bitte, bitte, bitte gebt kein Geld für Lootboxen und Mikrotransaktionen aus. Je mehr ihr das Vorhaben unterstützt, desto mehr wird dieser Müll auch in Vollpreistiteln vertreten sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mit viel Glück bekommen die bösen Lootboxen aber bald ordentlich einen auf die 12. Denn auch wenn ich dieses tolle Land, in dem wir hier leben, eigentlich als dritte Weltland in Sachen Digitalisierung und IT-Technik betitel, scheint sich in Deutschland zumindest in diesem Bereich mal was zu regen. Denn das, was aktuell sogar in den USA diskutiert wird, ist nun auch den Jugendschützern der Landesmedienanstalten ein Dorn im Auge. Denn eine Untersuchung der Universität Hamburg hat dann ergeben, was wir ja eigentlich alle schon vorher wussten. Lootboxen sind Glücksspiel. Und wer daran zweifelt, der spielt bestimmt auch Lotto, weil er denkt, dass er ja faire Chancen auf einen Gewinn hat. Interessanterweise kommen sie unter anderem zu dieser Annahme, weil weniger Leute für einen Großteil des Umsatzes in diesem Bereich verantwortlich sind. Hier gibt es dann also wohl Ähnlichkeiten zu echten Glücksspiel. Ich bin allerdings der Meinung, dass man das ja sicherlich nicht vergleichen sollte. Denn bei den Lootboxen sind es hauptsächlich die sehr, sehr jungen Zocker, die ordentlich Geld in ihr Lieblingsspiel reinpumpen. Ich habe es ja selbst mitbekommen, wie wirklich jeder verdammte Euro, der zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt wurde, umgehend in FIFA gesteckt wurde. Total erschreckend. Im Gegenzug kenne ich eigentlich kaum Leute über 30, die da viel Geld reinbuttern. Und genau die haben es ja eigentlich. Okay, einen kenne ich. Und wenn er das Video guckt, weiß er auch genau, dass er gemeint ist. Schöne Grüße. Man muss mal bedenken, dass die Jungzocker von den Firmen nicht umsonst als sogenannte Whales bezeichnet werden. Solche Begriffe kennt man ja eher aus dem Casino-Bereich für die Leute, die so richtig Kohle haben. Diese werden dann auch gerne als sogenannte High Roller bezeichnet. Und im Videospielbereich sind es die Kinder. Am Ende ist nun jedenfalls ein Verbot der Lootboxen im Gespräch, das dann im März diesen Jahres diskutiert werden soll. Und so sehr ich ja auch gegen Lootboxen bin, finde ich es ein bisschen schlimm, dass in Deutschland immer so voreilig mit Verboten hantiert wird. Man erinnere sich nur an die Killerspieldiskussion. Ich brauche erstmal einen Kaffee. Weiter geht's. Ein Verbot könnte nämlich nicht nur positive Auswirkungen haben, wie dass die bezahlbaren Lootboxen halt entfernt werden. Es könnte eventuell ja so weit kommen, dass es wieder so losgeht wie damals, als in Deutschland noch enorm viele Spiele auf dem Index landeten. Diese Spiele erschienen nämlich gar nicht erst in Deutschland. Eventuell sagt sich so ein Geldgeierladen wie Electronic Arts dann auch einfach, dann veröffentlichen wir Dollarfront 3 halt nicht in Deutschland. Und damit ist dann natürlich niemandem geholfen. Wobei ich es mit den Lootboxen ja sowieso nicht gekauft hätte. Oder es wird spezielle Versionen für Deutschland geben, die mit den internationalen Versionen dann nicht kompatibel sind.
Ich glaube, das gab es damals hier bei Rainbow Six Vegas 2. Die deutsche Version war nämlich mit der internationalen Version nicht kompatibel und die Deutschen spielten allein. Hier wäre es also nur mit Tricksereien möglich, die internationalen Versionen zu zocken. Weiterhin finde ich persönlich Lootboxen auch nur in Vollpreistiteln unter... Weiterhin finde ich persönlich Lootboxen auch nur in Vollpreisspielen unter aller Kanone. In Gratis-Games sind sie ja durchaus sinnvoll, da diese Spiele natürlich auch irgendwie finanziert werden müssen. Ein Verbot solcher Spiele finde ich daher natürlich völligen Blödsinn. Aber allgemein bin ich natürlich klar dafür, dass dieser Lootbox-Wahnsinn endlich verboten wird und beziehungsweise aufhört. Dann aber bitte einheitlich, also zumindest in der ganzen EU. Ich bin ja eh dafür, dass solche Dinge EU-weit geregelt werden sollten und nicht jedes Land sein eigenes Süppchen kocht. Mit Pech oder Glück, wie auch immer ein Monty das sieht, gibt es dann aber auch das süße kleine Knuddelspiel Monty rettet die Welt mit einer Altersfreigabe, keine Jugendfreigabe. Wie auch immer es enden wird, man hätte diese Diskussion gar nicht aufkommen lassen müssen, indem einfach alle gesagt hätten, nein, für sowas zahle ich nicht. Denn wir haben die Macht, die Spieleersteller zu so etwas zu zwingen, solange wir nur alle zusammenhalten. Der Shitstorm zu Lootbox Front 2 hat ja gezeigt, dass es geht. Auch wenn hier der Lootbox-Wahnsinn ja leider wiederkommt, aber immerhin etwas abgeschwächt. Dass das dämliche Spielprinzip trotzdem komplett auf diesen Glücksspiel-Wahnsinn fußt, ja, daran wird sich natürlich nichts ändern. Und das Spiel bleibt scheiße. Also nochmal an alle und besonders die jüngeren Zuschauer unter euch. Unterstützt dieses Vorgehen der Hersteller nicht und gebt euer Geld doch lieber für was Sinnvolleres aus. Für ein weiteres Spiel zum Beispiel, das macht eh viel mehr Spaß. Zum Abschluss kann ich euch aber noch sagen, dass meine Glaskugel, die ihren Skiurlaub endlich beendet hat, meint, dass es definitiv kein Verbot von Lootboxen geben wird. Wir beide tippen hier eher so auf ein paar gesetzliche Einschränkungen. Apropos Geld. Wie euch ja bekannt ist, habe ich weiterhin keine Möglichkeit, meinen YouTube-Kanal zu monetarisieren und er ist daher weiterhin werbefrei. Ja, da YouTube mit der Prüfung leider nicht aus dem Quark kommt. Wer mich also weiter unterstützen will, darf dies gerne auch per Tippi oder Patreon machen. Aber bitte denkt dran, nur so viel, dass es euch auch nicht wehtut. Ich brauche erstmal einen Kaffee. So, weiter geht's. Und nun kommen wir wieder zu etwas völlig anderem. Der heutige Kommentar des Tages hat mal so rein gar nichts mit dem heutigen Thema zu tun. Aber ich fand ihn einfach so herrlich bekloppt und niemand anderes als Papa Schlumpf hat mal folgende Regeln aufgestellt. Ein neues Monty-Video erscheint. Verhaltensregeln. Schritt 1. Ruhe bewahren. Schritt 2. Pornos ausmachen. Schritt 3. Monty-Video anschauen, wichtig ohne Adblocker. Schritt 4. Liken, abonnieren. Schritt 5. Optional. Pornos wieder anmachen. Ups. Ausmachen. Papa Schlumpf hat ja gerade erst abonniert und ist ja schon der Kommentar des Tages. Glückwunsch dazu. Aber wer so klare und verständliche Regeln aufstellt, muss hier einfach landen. Und den Regeln kann ich eigentlich überhaupt nichts hinzufügen, außer dass ihr den Adblocker aktuell eh ausstellen könnt, da mein Kanal ja komplett werbefrei ist. Das wünsche ich mir mal bei RTL und Pro7. So, und nun dürft ihr die Pornos wieder anmachen. Ne, Moment, halt, die Umfrage fehlt ja noch. Heute besonders wichtig, denn im letzten News-Video zum neuen Call of Duty Teil, der wohl Black Ops 4 heißen wird, habe ich ja, wie so oft in letzter Zeit, meine übliche Begrüßung mit dem Lieblings-Monty weggelassen. Da ich aktuell so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Begrüßung vielleicht so ein bisschen zu kindisch oder zu albern ist. Und ja, ich gebe es zu, dass ich hier im Gegensatz zu sonst so ein bisschen unsicher bin. Ich bat zwar nur alle neuen Zuschauer meines Kanals abzustimmen, aber wenn man bedenkt, wie wenig Klicks das Video nur hatte, sind 745 Teilnehmer doch ein bisschen zu viel. Aber 46% wollen nicht ohne ihren Lieblingsmonty leben und 25% finden es ganz cool. 17% kennen gar keinen Monty. Auf welchem Kanal habt ihr bitte an der Umfrage teilgenommen? Und insgesamt findet es jedoch nur 78 von 745 Teilnehmern nicht so doll oder gar peinlich. Und damit kann ich leben und habe meine endgültige Entscheidung getroffen und werde das Lieblingsmonty nun wirklich dauerhaft drin lassen. Und ja, mir ist natürlich bewusst, dass dies nun schon die zweite Umfrage zu diesem Thema war. Aber ich bin weiterhin der Meinung, dass jeder nur ein Lieblingsmonty haben sollte. Also entscheide ich mich mal für mich selbst. So, und jetzt könnt ihr endlich die Pornos wieder anmachen. Viel Spaß damit und denkt auch dran, mir auf Twitter zu folgen. Denn nur auf Twitter gibt es aktuelle Infos von mir, meinem Kanal und allem, was mir sonst so einfällt. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dann.